Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Mechanism Tutorial. In dieser Episode geht es um das Time Thermodynamic Conductor. Das ist ein Kabel bzw. eine Leitung, die Hitze überträgt. Das ist eine eigene Mechanik von Mechanism. Und dafür gibt es vier verschiedene Kabel und einmal Basic, Advanced, Elite und Ultimate. Das kennt man ja bereits von Mechanism so in der Form. Vom Rezept her zwei Steel Ingot und ein Kupfer, dann 8 Basics und ein Infused Alloy, dann 8 Advanced und ein Reinforced Alloy und 8 Elite und ein Atomic Alloy. Das sind so die Crafting-Rezepte dafür. Von der Isolierung haben wir einmal den Wert 10, 400, 8000 und 100.000. Die Isolierung hat Folgendes zu sagen, also wenn wir natürlich, ist ja logisch, wir haben eine Pipe oder ein Rohr oder irgendwas, ein Kabel, was Hitze überträgt. Und desto besser die Isolierung ist, desto weniger an Wärme geht ganz einfach verloren. Und wir können einfach mal reingucken. Hier so eine Kleinigkeit schon mal vorbereitet gehabt, für zum Beispiel den Thermoelectric Boiler zum Beispiel. Und der Thermoelectric Boiler funktioniert folgendermaßen, das heißt, wir haben einen Wassertank und durch Hitze wird das Wasser erwärmt und erhitzt und es entsteht Dampf. So, und das erreicht man zum Beispiel über einen Resistive Heater. Und dieser Resistive Heater hat jetzt hier zum Beispiel eine mega krasse Temperatur von 22.000, weil er momentan gar kein Kabel dran hat. Das bedeutet, wir können jetzt hier einfach mal zum Beispiel ein Basic-Kabel hier mit reinpacken und wir sehen, hier wird auch schon gut was erhitzt auf jeden Fall. Und wir packen das einfach mal hier an den Thermoelectric Boiler und wir sehen, hier wird entsprechend Hitze übertragen. Wir können auch mal reingucken hier, das heißt, hier ist die Temperatur natürlich jetzt deutlich gesunken, weil sich das hier auch so ein bisschen aufsplittet. Und es ist wohl auch so, dass kältere Biome auf jeden Fall eine etwas höhere Isolierung benötigen, weil es dann halt natürlich etwas mehr abzieht entsprechend. Alternativ wäre natürlich noch die Möglichkeit, wir könnten das natürlich entsprechend auch nochmal mit einem Ultimate Cable halt natürlich machen. Wollen wir einfach mal gucken, was das so bringen würde. Nehmen wir einfach mal das hier einmal raus und wir nehmen einfach mal ein Ultimate Cable dafür und schießen das einfach mal hier so hier rein und gucken mal. Aber wir sehen, das sollte da nicht so besonders viel mehr bringen, auch wenn da die Isolierung etwas besser ist. Wir haben jetzt immer noch 1500 Grad hier drin. Wir gucken mal hier rein. Die Boilrate hat sich da an der Stelle nicht so besonders viel, ist so bei 23, 24 so an der Stelle. Vielleicht auch 25, also bleibt relativ konstant an der Stelle. Also gerade bei kleineren Sachen ist da der Thermodynamic Conductor dann auf jeden Fall auch der, auch hier die Basic-Variante. Auf jeden Fall auch gar nicht so schlecht. Ja, so viel auf jeden Fall zum Thermodynamic Conductor. Ich denke mal, da wird Mechanism auf jeden Fall nochmal auch ein bisschen nachsteuern. Aber Stand 2021 gibt es da noch nicht so besonders viel. An der Stelle war es das allerdings vom Thermodynamic Conductor. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Infos geben. Bis demnächst. Ciao.